Shit! Nein! Wo bin ich? Oh, dieses Gestrüpp, da sehe ich doch nichts. Ich sehe, da ist das Haus. Ich meine. Du blöder Bär. Wir wissen ja, dass Tomaten nicht so ergiebig sind, aber wir essen sie jetzt trotzdem. Es ist mir sowas von egal. Vielleicht ist Mais, ich glaube, Mais ist ergiebiger. Zitronen waren ja super ergiebig, also müssen auf jeden Fall unseren Zitronenbaum das nächste Mal plündern, wenn wir sowas nochmal machen. Auch Mais bringt in etwa ähnlich viel wie Tomaten. So, Maiskolben gegessen, Tomaten, die essen wir jetzt auch noch auf. Wo ist der Bär denn jetzt geblieben? Wo ist er? Es wird Tag. Jetzt hast du keine Chance mehr gleich. Ich sehe dich dann. Oder auch nicht. Vielleicht sitzt er hier auch irgendwo im Gestrüpp, wo ich ihn nicht sehe. Oh, wenn du sehen könntest, wie ich hier auf dem Stuhl sitze. Ist er denn? Das haben die schon geil gemacht, das muss man sagen. Das ist schon ziemlich geil mit der Jagd hier. Trotzdem weiß ich jetzt nicht, wo das Viech ist. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt gleich mich paddelig anstelle, dann renne ich aus Panik hier in diese Schlucht rein. Das möchte ich nicht. So, das Geräusch hört auf. Also muss der hier irgendwo. Ich weiß auch nicht, der kann hier auch irgendwo in diesem Gemüse hier sitzen. Das ist ja das Blöde an diesen Pflanzen. Hier ist er nicht reingefallen, oder? Es war gerade weiter weg, oder? Wo sitzt dieser dusselige Bär jetzt? Der sitzt doch jetzt nicht in der Schlucht, oder? Alter, wo sitzt der denn? Ich gehe mal drumherum. So, jetzt mir egal. Wo ist er? Hier ist er nicht. Okay, hier ist er nicht. Der ist hier nicht. Der ist irgendwo bei der Schlucht. Oder in der Schlucht. Huh!
Da ist er. Haha, da ist er. Ist er doch da reingelaufen. Der dusselige Bär. Ich hab doch so ein Gefühl gehabt. Ich hab doch so ein Gefühl gehabt. Jawoll! So, wie komme ich da jetzt runter? Entschuldigung. Ich habe ja erzählt, dass meine Stimme nicht ganz da ist. So, kann ich da runter? Ja. Hallo, Bär. Wie cool. Ich freue mich. Das war eine echt coole Jagd. So, jetzt stellen wir erstmal eine Fackel hin, damit wir unsere Jagdtrophäe auch begutachten können. So kann ich das nicht. Wieso kann ich die Fackel jetzt nicht da reinsetzen? Doch so. Hallo Bär! Na? Obernice. Oh. Was für Zähne, Alter. Was für Zähne. Cool. Ach, ja, es tut mir auch leid, aber ich muss jetzt leider dein Fell mitnehmen. So. Jetzt haben wir zwei Bärenfelle. Schwarzbärenpelz und Bärenpelz. Gibt es sonst noch irgendwas, wo wir hier schon mal sind? Ich meine, wir haben ja jetzt Fackeln dabei. Wenn wir hier schon mal sind, dann können wir auch mal eben gerade so ein bisschen hier gucken, was hier vielleicht in der Höhle ist. Man weiß es ja nicht. Oh, das ist schon wieder so ein super heftiges Höhlensystem. Ist hier nicht irgendwie so ein bisschen Eisen an den Wänden? Kann man das nicht mal eben so auf die Schnelle mitnehmen, wenn wir jetzt wirklich schon mal gerade sind? Komm, wir laufen hier mal gerade rum. Vielleicht ist hier ja irgendwas. Vielleicht ist hier ja was. Ach guck, ja, das haben wir doch eben von oben gesehen hier, das Eisen. Oder was das ist. Das nehmen wir natürlich jetzt mit. Bisschen dunkel, ne? Ach komm, was soll's, wir haben Fackeln genug. Stellen wir ja auch noch mal eine Fackel hin. So. Also was für eine coole Jagd, echt. Also dass sie so cool wird, das hätte ich echt nicht gedacht. Ich hatte so einen Schiss, als wir in den Wald gelaufen sind. Und dann dieses ganze Gestrüpp, diese ganzen gelben Pflanzen, diese Unmengen an gelben Sträuchern, wo ich ja rings um unser Haus schon so vieles weggemacht habe. Das hätte ich nicht gedacht. Das war echt cool. Aber mit dem Pfeil, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben, dass ich das besser hinkriege. Aber auf der anderen Seite wieder diese Ergiebigkeit von diesen Pfeilen. Ein Treffer scheint auszureichen. Ich bin noch nicht sicher. Vielleicht trifft man ja auch vorher immer schon mal, ohne dass man das direkt wahrnimmt. So, ich hacke jetzt hier einfach ziellos in die Steine rein, in der Hoffnung, dass wir hier irgendwas aufdecken. Weil ich das gerade so am Erzählen bin. Also, mit dem Zielen, das war wirklich so eine Sache. Da weiß ich nicht, ob wir vorher die ganze Zeit schon getroffen haben. Das müssen wir auf Dauer herausfinden. Was mich auch interessieren würde in diesem Zusammenhang, ob diese Tiere, die man jetzt hier allgemein erlegt, sei es Wildschwein, sei es Bär oder sonst irgendwas, ob die auch wieder respawnen oder ob der Wald hier nach einer gewissen Zeit komplett leer ist und überhaupt keine Tiere mehr da sind. Aber in diesem Zusammenhang, wo ich das jetzt gesehen habe, brenne ich natürlich auch darauf, auf Dauer in die Savanne zu gehen. Und diese ganzen blöden Nashörner, Elefanten und vor allen Dingen die Tiger und Leoparden, die uns so zugesetzt haben, wo wir ein paar Mal gestorben sind, dass wir ein paar von denen alle machen. Da hätte ich schon Lust zu. Aber das muss natürlich jetzt nicht sofort passieren. Aber sollten wir auf Dauer auf jeden Fall machen. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Unser Haus ist da. Wenn wir jetzt hier gerade schon mal in der Gegend sind, so ein bisschen am Rumlaufen. Ich gucke jetzt mal gerade. So, hier sind also zwei große Schluchten. Da ist unser Haus, also rechts von uns. Vielleicht gehen wir einfach noch mal links hier ein bisschen in den Wald rein. Ich weiß nämlich nicht, ob wir für so eine Elchtrophäe vielleicht zwei Elche brauchen. Wir haben jetzt ein Elchgeweih. Das sieht mir aber nur nach einer Hälfte aus. Es könnte also gut aus, es könnte gut möglich sein, dass wir da noch einen für brauchen. Und deswegen gehen wir noch ein bisschen weiter in den Wald rein. Und da jetzt gerade Tag ist, haben wir nur zwei Eisen abgestaubt. Nur zweimal Eisenerz, mehr nicht. Das ist ja arm.
So, irgendwie habe ich jetzt gar nicht mal so viel Schiss, hier im Wald mich aufzuhalten. Komm, diesen Baum nehmen wir noch eben mit. Ja, was ist jetzt? So. Ah, das nervt mich. Das sind solche Sachen, die mich nerven. Wo ist jetzt die Sense? Ich sehe irgendwie gar nichts. Also, wo sind die ganzen Baumstämme jetzt hin? Baumstämme, hallo! So, irgendwie sind Baumstämme weg. Ich sehe überhaupt keine Baumstämme mehr. Wo sind die alle geblieben? Das ist der Nachteil, wenn man hier zwischen dem hohen Gras... Wenn man hier zwischen... Mitten im hohen Gras die Bäume fällt, dann ist auf einmal irgendwie alles weg. Oh, meine Stimme geht gerade voll den Bach runter. Was ist denn jetzt los? Fabi, was ist los? Reiß dich zusammen, wir müssen weitermachen. So, da ist auf jeden Fall was. Da haben wir was. Haben wir noch mehr? Nein! Oder vielleicht doch? Ha, da sind auch... Sehr schön. Ein Setzling jedenfalls. Nee, noch einer. Noch mehr? Nö. So, Baumstamm lassen wir jetzt stehen. Ist mir egal. Map. Oh ja, wir sind genau richtig. Fernab von zu Haus, das Schwert gezückt. In unbekannte Gefilde. Das ist ja immer schön, sowas zu tun. Nach so einer erfolgreichen Jagd. Oh nein, hier möchte ich nicht reingehen. Lieber im Wald bleiben. Lieber im Wald bleiben. Oh! Ja, 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 ja. Zu hoch. Willst du hier bleiben? Willst du wo? Nicht weggehen? Jawohl! Juhu! Das ist ja herrlich. Das ist ja herrlich, wie das funktioniert. Okay, das war nur ein Reh. Das war nur ein Reh. Was heißt nur? Ich brauche noch einen Elch, Mensch. Ich brauche noch einen Elch. Da. Nee. Da ist doch einer. Siehst du das Geweih? Da. Ah. Und ein Bär. Scheiße. Ich gehe mal lieber wieder. Nein! Ah nee, es war nur ein Reh. Da, 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 da ist er. Da ist der Bär. Was macht er denn da? Sag mal. Ich hab doch noch Pfeile. Wieso? Warum lädt er die Armbrust jetzt nicht? Wieso lädt er die Armbrust jetzt nicht? Was ist los? Lad die Armbrust bitte! Was ist los? Ja, was soll's. In den Arsch! Na komm her! Was ist denn? Sag mal, irgendwie hat sich der Bär aufgehängt oder sowas. Nein! Nein! Oh mein Gott! Hilfe! Ich will den Elch haben, der da hinten war! Du blöder Bär! Geh mir nicht auf den Sender hier!
Wieso schießt er nicht mehr? Der schießt nicht mehr. Jawoll! Dusselbär. Bärenfeldung, jetzt lass mich den Elch erlegen. Wo ist der Elch jetzt? Da hinten. Jawoll! Es geht auch mit dem Schwert. Es geht auch mit dem Schwert. So ist es ja nicht. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Da hinten ist noch einer und da ist noch ein Bär. Ist alles voll mit Tieren. Alles voll. Es ist alles voll. Aber ich glaube... Ich glaube... Oh, da ist irgendwo ein Schwein. Ich glaube, wir laufen jetzt mal lieber wieder raus. Ich glaube, wir laufen jetzt mal... Wir laufen jetzt mal wieder raus aus dem Wald. Boah, ist das ein Wetterchen. Ist das ein Wetterchen. Ich denke, wir nehmen jetzt erstmal die... Erlegten... Oder die Jagdtrophäen mit nach Hause. Mal ganz kurz die Map angucken. Wir sind schon ganz richtig. Ich glaube, wir laufen jetzt erstmal wieder nach Hause. Und gucken uns in aller Ruhe an, was man daraus machen kann. Das ist ja sau cool gewesen jetzt. Richtig coole Jagd. Und wir müssen natürlich in aller Ruhe jetzt auch der Sache auf den Grund gehen, wieso das mit der Armbrust jetzt nicht funktioniert hat. Ich glaube, wir müssen hier bleiben. Da ist unser Haus. Das müssen wir... Der Sache müssen wir natürlich auf den Grund gehen. So, eben also zwischendurch, damit wir nicht mal so viel Arbeit auf einmal haben. So ein bisschen hier von dem Gemüse weg. Eigentlich möchte ich das ganze Gestrüpp hier komplett bis zum Wald weg haben. Eigentlich möchte ich das. Aber das wird so schnell nicht funktionieren und das werde ich. Das ist halt eine Arbeit, die ich ohne Aufnahme machen werde. Aber jetzt nochmal eben so ganz kurz zwischendurch. Damit sind wir jetzt erstmal fertig. Egal, das reicht. Wir gehen rein. Ach, das Baumwolle. Die Baumwolle können wir auch noch abernten, oder? Wir haben noch ein bisschen Platz im Inventar. So ein bisschen Baumwolle können wir doch eigentlich jetzt noch mitnehmen. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte mal eben so durchlaufen. So. Das ist auch fertig. Das müssen wir mit der Sichel ernten. Könnten wir jetzt auch sofort tun. Melonen, die sehen noch ein bisschen klein aus. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir lassen die erstmal sitzen. Wir lassen die erstmal sitzen und gucken jetzt mal. Oh, ich bin so gespannt. Ist das cool? Oh, was haben wir schöne Sachen. Draußen regnet's. Setzlingfichte. Die Setzling können wir eigentlich mal eben nach draußen bringen. Können wir eigentlich mal eben draußen irgendwo hinsetzen, dass die erstmal wachsen. Einmal hier. Ein bisschen verteilen. Im Moment ist mir das eigentlich ziemlich egal, wo die stehen und wie das aussieht. So. Damit die erstmal wachsen. Was haben wir hier? Nehmen wir das auch noch mit. Sichel. Kartoffeln ist immer gut. Kartoffeln, Kartoffelkeimling. Ach, was sieht unser Haus schön im Nebel aus. Ist das nicht herrlich? Übrigens, das Terraforming hat übrigens auch eine Sache mit sich gebracht. Und zwar die sogenannten fliegenden Fackeln von Rising World. Heißt so viel wie, dass wir die natürlich jetzt... Kann das Objekt nicht aufheben? Ach so. Mit einem Klick. Das ist okay. Nee, auch nicht okay. Müssen wir die Fackeln hier mal mitnehmen. Das sieht ja total bekloppt aus hier. Fliegende Fackeln. Die fliegenden Fackeln von Rising World. Der Bauernhof mit den fliegenden geheimnisvollen Fackeln. Ansonsten sieht das noch ziemlich okay aus, sag ich mal. So, lassen wir es jetzt. So, jetzt aber rein hier. Nicht schon wieder so viel trödeln, Fabi. Okay,
Also, wo könnte man denn so einen Elchkopf überhaupt hinhängen? Ich bin mir noch nicht sicher. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwas gemacht. Da oben ist so ein graues Fenster. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das graue Fenster jetzt da oben hingekriegt? Huch! Ist wieder weg, oder? Da war eben so ein graues Fenster. Jetzt ist es weg. Ich glaube, hier müssen wir rangehen. Und zwar, was war denn das jetzt? Was war das denn jetzt? Dekoration. War das nicht hier mit dem Elchgeweih? Ne, hier waren die Blumen. Der auch Jagdtrophäe, Elchkopf. Zweimal Geweih, 16 mal Holz. Das ist doch wunderbar. Geweih. Einmal Elchgeweih. Ne, wenn dann Elchkopf. Oder wenn dann richtig. Elchkopf ist viel cooler als Geweih. Meine Geweih ist auch schon cool, aber Elchkopf ist noch cooler. Ich habe keine Ahnung, wie groß der ist. Zweimal Geweih haben wir, 16 mal Holz. Können wir auch sehr leicht beschaffen. 16 mal Holz. Ich glaube, wir haben oben was. Ich glaube, wir haben oben was. Gehen wir eben hoch. Haha, ich freue mich so. Das ist echt total cool. So, die Baumwolle legen wir mal eben weg. Dass wir so ein bisschen Platz haben. Wieso habe ich das Schwert noch in der Hand? Das sieht auch lustig aus, wie ich hier mit erhobenem Schwert durchs Haus laufe. So, Steine. Ach, Quatsch, was mache ich denn? Ein bisschen was müssen wir jetzt ablegen. Ich mag das irgendwie nicht, wenn das Inventar immer so voll ist mit irgendwelchen Sachen. So, Eisen alles dahin. Was haben wir denn noch gesammelt? Ein bisschen Erde. Kann man übrigens für Blumentöpfe verwenden. So, Kartoffelkeimling. In unsere Keimlingskiste. Kartoffel. Da rein. Wir haben noch ein paar Tomaten hier. Ach, wir haben noch eine ganze Melone hier zum Essen. Obwohl, die können wir eigentlich auch erstmal wegpacken. Erstmal die Tomaten aufessen. Ach so. Das Wichtigste fast vergessen. Holz. Holz haben wir gar nicht. Da gehört das gar nicht rein. Das gehört da rein. Stöcker. Haben wir denn irgendwie Holz jetzt da? Ganz normales Holz oder haben wir das alles verbraten? Ne, haben wir nicht da. Gut. Da müssen wir ein neues Holz machen. Dann gehen wir wieder runter. Kein Problem. Das ist ja kein Akt. Rohstoffe. Holz. Cool. Herstellen. Jagdtrophäe. Jetzt bin ich gespannt. Wie sieht das Ding denn aus? Sehr cool. Hängen wir das hier unten hin? Oder hängen wir das oben hin? Warte mal, kann man das Raster hier auch noch anmachen? Ja, mit dem Raster geht's auch. Lass uns mal eben nach oben gehen. Der Elchkopf. Besser. Mega cool, der Elchkopf. Mega. Gefällt mir saugut. Aber hier hängt er ein bisschen tief. Der muss eigentlich etwas höher hängen. Ich glaube, wir hängen den nach unten. Hier oben. Hier oben könnte man den auch hinhängen. Ja, ist schon richtig. Aber hier oben könnte man vielleicht besser ein Bärenfell hinlegen. Vielleicht hängen wir den Elchkopf erstmal hier unten hin. Ich glaube, hier macht er sich ganz gut. Hier kann der auch etwas höher hängen. Wenn der etwas höher hängt, sieht der besser aus. Eigentlich würde ich den gerne über die Tür hängen, aber dann stößt das Geweih leider an die Decke. Deswegen müssen wir den hier hinhängen. Ich glaube, hier geht's, oder? Komm, wir hängen den hier hin. Egal jetzt. Ja, cool. Gefällt mir ganz gut. Kann man wohl so stehen lassen. Wie war das denn jetzt mit dem Bärenfell? Auch da müssen wir ja nochmal gucken. Bärenfell, Bärenfell, Jagdtrophäe, Elchkopf. Bärenfellteppich. Ein Bärenpelz. Wir haben nur ein Bärenpelz. Ah, okay. Moment, wir haben ja zwei eigentlich, ne? Wir haben ja auch einen Schwarzbären erledigt. Bärenpelz und Schwarzbärenpelz. Also wir können nur den normalen Bärenpelz offensichtlich verwenden. Elchfell, Elchfell, Wildschweinfell.
Oh, ich muss zwischendurch immer Pause machen. Wegen meines Hustens. So, okay. Bärenpelz. Einmal Bärenpelz. Nach oben damit. Geh vors Bett. Als Bettvorleger. Ich wollte immer schon mal einen Bärenpelz als Bettvorleger haben. So. Ach, ist das kuschelig. Ist das kuschelig. Ja, das war, weiß Gott, eine richtig coole Jagd. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir werden da auf Dauer natürlich auch weitermachen. Aber wir müssen auch draußen rund um unser Haus weitermachen. Wir müssen vor allen Dingen im Haus weitermachen. Wir haben ja stichprobenartig schon gesehen, was es da alles an Möglichkeiten gibt, die wir noch gar nicht umgesetzt haben. Vielleicht eine Sache nochmal ganz kurz zum Zeigen, wo ich gerade eben von Erde ganz kurz gesprochen hatte. Unter Verschiedenes oder Dekorationen kann man nämlich zum Beispiel auch Blumentöpfe herstellen. Und das ist total einfach. Einfach nur mit Stein und Erde in verschiedenen Ausführungen. Klein, groß, eckig, rund, wie auch immer. Das sind alles verschiedene Blumentöpfe, die wir verwenden können. Große Blumentöpfe haben wir nochmal. Boah, der sieht richtig cool aus. Können wir schön draußen vor die Haustür stellen. Oder das Ding hier. Jalousien gibt's noch. Gardinen gibt's. All das wird auf Dauer auf uns zukommen. Und noch viel mehr. Steinstatue, Denkmal, weiß ich nicht. Schneemann ist jetzt nicht so unser Ding. Ein Wetterhahn würde ich auch auf Dauer gerne aufs Haus stellen. Müssen wir mal gucken, wie wir auf Dauer weitermachen. Und zwischendurch natürlich immer noch mal die Jagd, die ein wesentlicher Bestandteil in unserer Welt bleiben wird und ein wesentlicher Bestandteil unserer Aktivitäten. Vielleicht auch im Dunkeln. Das hat mir im Dunkeln richtig Spaß gemacht. Bei Tag auch, aber im Dunkeln ist es irgendwie noch spannender, weil man nicht so viel sieht und das Ganze noch ein bisschen unheimlicher, noch ein bisschen geheimnisvoller ist. Jedenfalls eine richtig coole Sache, hier in diesem Spiel auf Jagd zu gehen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schönen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.